Der erste Break Radio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. In den kommenden 20 Minuten haben wir unsere Geschichte Nummer 28. Diese Geschichte wird angefordert von George Rempel in Winkler, Manitoba. Für hier als er wohnhaft gewesen in Mexiko. Hier in dieser Nummer 28 verteilte ich von der Gründung von der ersten Tochterkolonie, was in Mexiko gründen deiden. Und er redet hier von dem Nomen von der Kolonie Ojo La Yegua, wo das herkam. Und für mich ist es sehr interessant, weil dort kriege ich ab der Ojo La Yegua Ranch im Campo 62, wohnen kriege ich meine Onkel und Tante Jakob und Anna Ernst. Jakob und Anna Ernst sind die Urgroßeltern von den Ernst Cousins, was ihr hier manchmal über Radio hört. Und sie sind die Eltern von meinen Vaters, Knalls Ernst und Bient Ernst, den verstorbenen Ältester Cornelius Ernst von der Elkonische Gemeinde hier in Elmer. Ich bin Herrn Rampel und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Unsere Geschichte. Wir wollen uns diesmal noch mehr vertellen von dem Entstehen von der ersten mennonitischen Tochterkolonie, der sogenannten Nordkolonie in Chihuahua, Mexiko. Diese neue Kolonie, die erste mennonitische Tochterkolonie, die auf dem großen Rancho Ojo de la Yegua entstand, wird von Anfang an die Nordkolonie genannt. Bei nach 4 oder 5 Jahren war diese Kolonie voll besiedelt. Meistens wären dort die landlose junge Familien von den Manitoba- und Swiftcurrent-Kolonien, die auf diese Siedlung abtrocken. Aber der Trocken auch wort ältere Lied haben, besonders solche Eltern, von denen ihre befriedigten Kinder die meisten oder alle auch dahin trocken. Im Sommer 1946 trocken 3 von meinen Geschwistern nur dem Dorf Lichtfeld. Ich erinnere mich noch sehr klar, dort ich im August, als wir mit unserer sogenannten Sodeltitus in Blumenurt fertig wären, und meine Geschwister in Lichtfeld anfangen wollen mit Böen, Wiesland abbrechen und Heimöcken, alles zugleich, dann musste ich mit unserem alten Model Day, oder vielleicht rechter gesagt Model 1527 John Deere Traktor von Blumenurt Nummer 22 nach Lichtfeld Nummer 67 hinfahren. Und zwar mit 2 schweren Fuhren hängen im Traktor. Der Olaf 1527 John Deere Traktor wie so gebaut, dass er ohne einen Rückpufftop, ohne Muffler, nur die Seite rückschaut. Und sein Regulator, wir sehen am Regulator, wie so gebaut, dass man den Motor, wir sehen Motor, nicht sehr bosig ranen merken kann. Aber wie Jungs hatten an seinem alten Traktor einen Rückpufftop, wie nannten den Muffler, gemerkt. In seinen Regulator so gemerkt oder so angeändert, dass er ein bisschen so scharf aus dem Model A Traktor sind, so dass wir den Bosia Rahmen merken können. Und dann fangen wir ut, wo viel Kilometer die Stunde der Traktor mit seinem Bosieren Rahmen fahren kann, und berechnen dann da noch, in wo viel Stunde die wir kennen von Blumenurt Bad Lichtfeld fahren. Und nach unserer Berechnung fangen wir dort so, dass das soll gehen, wenn ich tust bei klarem Mondenschein tidig genug losfuhr, um mit Sonnenabgang Bad Blumengard zu kommen, dann soll ich kennen, für Sonnenuntergang Bad Lichtfeld kommen. Als ich bei dem Dorf Hochtal 59 kam, und die Sonne all ziemlich leer gesunken wäre, dann fange ich an zu zweifeln, ob ich für diesen noch wird Bad Lichtfeld kommen kann. Ob es ich rot ähnlich falten anfuhr, dann ging die Sonne an. Ich habe dort geschafft. Aber meine Beine wären sehr weit vom Stornen. Dann ab einem 1527 John Deere Traktor erst die Zeit hinter den Hängerräder. Dort stuckert viel zu sehr, noch wie hinter dem Traktor seine Hängerräder, Beckenräder zu setzen. Wenn man mit so einem Traktor lange Strecken im Bett stark fuhr, dann stand man dabei meistens. In diesem Schreiben meinte ich mit einmal, dass wir Mennoniten von einem Muffler, einen Muffler gemerkt haben, von einem Regulator, einen Regulator. Und
wird wieder alles gestorben bei ihm kann, ne? Ab einem von den Wehrhus, wo ich hänge den Traktor hat, als ich damit an einem Tag von Blumenurt Bad Lechfeld fahren muss, da habe ich von einer halb Heibachs ein kleines Häuschen gemacht, wo wir dann wohnen würden, was wir Bruder Isaac in einen kleinen Stall an der Dach gebracht haben würden. Als dort ein wenig der so weit wäre, dann trag wir da hinein. Auf der anderen Halb von dem selben Heibachs waren, hat wir den Traktorpluch, fünf Erdgelenker, die Grasmaschine, die Pferdhäut und manche andere abgelaut. Auf den anderen Wehren wären so viel 200 Liter Tonnen voll Traktorlin, als an seinem Unjabachs Rüm hatten. Als ich bei Salcito oder bei Altneu Nummer 35 gekommen wäre, dann hielt ich den Traktor dort zum ersten Mal ab, oder den Traktor seinen Motor. Und Salcito, dort ich bei Johann Giesbreis ihrem Stur, ging der Riefer. Da hielten noch viele so ne Lied mehr doch, die mit Pied entweder von der Nordkolonie Darpa nur die Koktemuk hier entfuhren, oder auch von der Darpa die Koktemuk nur die Nordkolonie. Ich eit da det mal auch mehr doch. Fällt dem Traktor seinen Tank voll Traktorlin, dreht weiter an und fuhr wieder. In dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, auf der 248. sieht erst ein Bild von der sogenannten populären Foderstäbe wie der große Baum auf Johann Giesbrechts Ehrenhof. Im Sommer, wenn diese Bäume schmackgerein wären, dann können die Lied durch Schmack am Schatten ihre Pferdfodern in Mittag eten. Als ich da im August 1946 Mittag hält, dann wären diese Bäume schmackgerein. In Lichtfeld wohnten im Sommer 1946 all mehrere Familien. Knaus Freisen, Obraum Freisen und Benjamin Decken von Waldheim wären alle durchan getrocknet. Ein Peter Bergen, ein Bachelor, wohnte auch all. Und auch noch mehrere andere Lied von Zestwur, was ich nicht alle kannte. Wir leiten uns von Benjamin Decken ihre Menschen dort Brot backen und übrigens mögen wir uns selbst dort eten. Bruder Isaac wir all da, als ich auf seine Lade Büsted ankam. Er hat all Erdtegel in Mirken loten und dort ich bin abgestallt, wo der Stahl handgebüht worden soll. Ich glaube, er hat auch all das Fundament Mirken loten von seinen mexikanischen Arbeitern. Wir fangen kurz an, vor allem die Stahlwein abzumieren. Wie es das große Schmack naht wäre, fangen wir auch kurz an, Wehs zu pflegen. Aber wo das Schmack daher gewassen wäre, da mögen wir schwind erst Hei ab, die Schwester Isaac Rampels und Wilhelm Wieben ihre Hüske aus, und dann brüchen wir dort die Wehs ab. Dort schmacken schwarz werwappget Hei, je viel gewünschte Futter für ihre Pferd. Die jink besonders dort Wehs pflegen, ab der Nähe mennonitische Siedlung sei ja gut. Aber ich wäre nicht steinhaget Land gewesen. Und als ein Disk dann mit einmal bei einem großen Stein so Schmack hängen hört, dass die dicke Pluchdiskbaum kart aufbrüht, dann krieg ich zum ersten Mal so einen Rucks zu sperren von so einem meiner Jugendkameraden, die steinhaget Land all gut kannten, mir allmal verteilt haben. Mir ging dort meistens gut bei meiner Pionierarbeit auf der neue mennonitische Siedlung. Aber als dort Sonntag ward, dann fehlt dort aller Top nicht reicht. Am Sonntag zu obens nicht mit meinen Schatzchen spazieren zu können, dort fehlt nicht reicht. Aber ich muss mich an diesem Sonntag damit trösten, dass ich für den nächsten Sonntag wieder wo Träg in Blumenurt sein können, wo ich für ein Liebchen wieder sein wird. Marius kommst hiedig nach Felsenabgang, beseuchte der Heiner, der Schwinjefter drang, von der es doch anders aus am Wolkeldach, und sind doch spazier wie ganz bald eine Nacht. Wer kauft dort, auch der Jäger-Land ab? Das Land wäre eigentlich mal für so eine Lied gekauft worden, den dort an Land fehlt und auch da oben ansiedeln wollen. Aber da kauften doch eine ganze Anzahl von so einer Bürger, die all ein bisschen Geld hatten, aber gar nicht selbst handhaken wollen, auch 120 Acker Städten zum Spekulieren. Die meisten von diesen Bürger verpachten ihr Land an so eine Bürger, die auf dieser Kolonie wohnten. Viele von diesen ihr Land hat sich mit ihr Pachtport
von der Abend und wenn die Juren ganz betobt. Und dann, mit der Zeit, verkauften sie dort noch mit großem Verdienst. Der Preis für das Ojo de la Yegua Land, was für die erste mennonitische Tochterkolonie in Mexiko gekauft wird, via 25 Pesos den Acker. Wird wir noch einmal waren, bewies dafür, dass die mennonitische Delegaten 1921 nicht gewusst haben, was der Landpreis in Chihuahua damals in Wirklichkeit war. Dort ihre Ankenntnis gründlich ausgenutzt worden ist von Landverkäufer, Landagenten und ihre Aufkoten, als sie ihr Land für die Mutterkolonien kauften für $8.25 den Acker. Als der Vorsteher in dieser Tochterkolonie ihre Gemeindenkostbücher die letzte Landschuld überstrecken können, dann stünden immer noch was Landschulden in der Manitoba Mutterkolonie Gemeindenbücher wie den ihre Vorsteher. Dort Land für den Dorf Kronsfeld, Nummer 62, wird so angemeten, dass der Ojo de la Yegua Hof mit seinen Hacienda und anderen Gebieten eine von den 160 Ackerstädten im Dorf sein können. Diese 160 Ackerstädte erlaubt, braucht auch mal mit 25 Pesos den Acker betont worden. Aber der Hof mit Gebieten wird durch öffentlichen Utrop an den Bürger verkauft, der das meiste Geld dafür baut. Der Preis für die Gebiete auf dem Rancho Ojo de la Yegua kam ab 19.500 Pesos zu Stunden. Also meist kriegt 5 Mal so dir aus der 160 Acker Land, was dort an Hütte gehirten. Diese Gebiete kaufte Tenen Dr. Jakob A. Enz von Rosenthal, Nummer 6, auf der Manitoba-Kolonie. Enz siedelt mit seiner Familie Taub 1947 Eva Dohan. Und damit hatten die Lied auf ihre neue Siedlung kurz einen Tänendoktor. In Rosenthal, wie Jakob A. Ernst bloß Tänendoktor gewas, will so auch noch ein anderer Doktor werden. Aber auf der neue Siedlung hat er auch eine Boutique, wie Mennoniten nennen die Boutique Apotheke. Will es auf der Nordkolonie nicht ein medizinischer Doktor werden, kennen viele Lied auch nur Jakob Ernst für medizinischen Rot. Bald wir hier durchaus ein guter Kinderdoktor bekommt. Ab dem Ojo de la Yegua Land wären mehrere gute Springbarms. Ein guter Springbarm wird da bei dem Rancho Ojo de la Yegua. Das Barm heißt Ojo de la Yegua. Ojo meint Spring, und Yegua meint Kobbel. Man sieht, die Eigentümer von dem Ojo de la Yegua Rancho hat ein sehr schmackes Riedpiet, Riedkobbel, gehabt. Und da wir bei diesem Springbarm krepiert, dort gewohnt. Willst diese Kabel dem Land eindeimer sein schmackstet Riedpiet gewasst wäre, hat er diesen Springbarm, wenn er Widerhahn von dem Gerät hat, Ojo de la Yegua genannt. Des Ojo de la Yegua Springbarm gehört nu über alle Siedler, nicht dem, der den Rancho nu eint. Und willst dort Springbarmwater lang nicht überregt für alle Nobasch, besonders schlot im Fahrjahr leiten Jakob A. Ernsten 1940 ein Düsen Schau deipet Lochstätten treffen, aber keine gute Waterleo. Ein von den großen Gebieten auf dem Rancho Ojo de la Yegua war so angerecht, um ab vererst aus Kirchengebiet deinen zu kennen. Diese Arbeit war, so als immer, von freiwilligen Arbeiter gedungen. Diese Arbeiter mussten da an einem Tag eine dicke Adobe-Mädelwand rüttrieten. Das mal wären da mehrere junge Männer und ein alter Mann, ein Gottlieb Nikolai. Onkel Nikolai wie ein übergewöhnlich starker Mensch. Diese Gruppe junger Männer schien da zu viel Arbeit zu sein, die Teilen aller Einzelwies von hoch oben auf die Wand raufzuholen, und sie einigen sich, sie wollen die Wand taub herumschmieden. Sie versägen ihr Bastard, aber sie können nicht anfangen mit der dicke, starke Teelwand. Mit einmal sagte Onkel Nikolai, geef mir mal einen Kaufhaut. Die jungen Männer geben Onkel Nikolai eine Brechstange und wundern, was der Ola tun wird. Der starke Onkel sah die Brechstange je in der Wand, schäft und stehnt und stöcke. Und die Gruppe junger Männer kicken tau, woher die Wand so ganz langsam allein ewig schäft. Einer von den Jakob Ernsten Jungs, ich glaube dort wie Obram, hat mir dort mal ungefähr so vertalt. Von der Manitoba-Kolonie trappen zwei junge Prediger
und ihre Familie ist auch nur diese neue sogenannte Nordkolonie. Dort werden Bernhard Peters und Abraham leben. Bernhard Peters wie ein Sohn von dem Prediger Franz Peters in Scheindorf, der da 1928 an Herzschlag starb. Abraham Leuven wie ein Sohn von dem Prediger Franz Leuven von Rosengart. Prediger Bernhard Peters wie eigentlich ein Zwölfkorrenter, aber er hat sich auf der Manitoba-Kolonie befreit und wie da handgetrocken. Er wie da auf der letzte Prediger wohl als Prediger gewählt worden, zugleich mit Prediger Abraham Leuven und Diakon Bernhard Wiebe. So wie langsam wird reich gemerkt, die Gemeinde auf der Nordkolonie selbstständig zu merken. Das Land für die erste mennonitische Tochterkolonie, die Nordkolonie, wird, so was wir alle gesagt haben, von der Manitoba- und Swift-Current-Kolonie gekauft. Anzufangen, diese Kolonie selbstständig zu merken, wurden dort für das Jahr 1949 zwei Vorsteher gewählt. Das wären Jakob Leuven von Silbertal, Nummer 68, und Franz Günther von Heilboden, Nummer 30. Diese beiden Männer übernehmen die Administration von der neuen Kolonie. Belied wird an Springfeld 41, Blomstein 42a, Rüdnerweide 42b, Rosenheim 43, Altneu oder Sosito 35, Steinreich 38, Springtal 50, Heilboden 30 und Hoffnungsau 31 wohnten. Die hätten alle zu der oldkolonischen Gemeinde auf der Manitoba-Kolonie so lang, was 1949 der Anfang gemerkt wird, die Nordkolonie selbstständig zu merken. Von da an wird dort so geleitet und angewohnt, dass alle Gemeindenglieder von dieser DARPA mit den Gemeindenglieder an der Nordkolonie DARPA taub reit worden sollen, ihre eigene Gemeinde zu gründen. Auf der Nordkolonie wohnten bis 1950 nochmal bloß die zwei junge Prediger Bernhard Peters und Abraham Leuven. In Steinreich Nummer 38 wohnt Prediger Jakob Wieb, der von Zwölfkorrent dahin getroffen wird. Und in Altmei Nummer 34 wohnt noch ein Prediger Peter Wieb. Und dann noch vor der offizielle Gründung von der ersten Tochter Gemeinde auf der Nordkolonie beschloss der Manitoba-Kolonie Lehrdienst am Herbst 1950, dort Franz Dick von Rheinland Nummer 4 auch nur eins von der DARPA tragen soll, wird die erste oldkolonische Tochtergemeinde gründen sollen. Und weil es dort all klar wird, dort, wenn die Gemeinde auf der Nordkolonie erst wird offiziell gegründet worden, die Gemeindenglieder an so einer DARPA aus Springtal 50 auch zu der Nordkolonie Gemeinde gehören wurden, kauften Prediger Franz Decken am DARP 50 eine Kohlebüsteht, lüden durch Wohnhüsen und Stollen ab und siedelten noch im Jahr 1950 von DARP Rheinland eva nach Springtal. Als die Nordkolonie Gemeinde dann bald offiziell gerennt ward, dann ward Franz Deck da am 23. Januar 1951 als er erster Ältester gewählt und bestätigt. Mit der Gründung von dieser neuen Gemeinde wird dann auf die sogenannte Nordkolonie, die von Swift Current und Manitoba Kolonien gekauft, gegründet und besiedelt worden wird, die erste selbstständige oldkolonische Tochtergemeinde in Mexiko entstanden. Unsere Zeit rennt allweil auf. Nächstes Mal vertellen wir uns noch mehr von dem Entstehen von der ersten mennonitischen Tochterkolonie in Chihuahua, Mexiko und von den großen Schwierigkeiten mit der Wasserknappheit auf dieser Kolonie. Bis nächstes Mal. Thank you, George.